Wir haben eine wirklich gute Arbeit gemacht, aber die Umstände waren uns nicht zu passen. Das Brexit-Chaos, die Klimahysterie, all diese Geschichten, das sind externe Faktoren. Die Strache-Geschichte kam rein, da kann man relativ wenig machen. Ich denke, dass wir unter den gegebenen Umständen das rausgeholt haben, was rauszuholen war. Und glauben Sie mir, natürlich hätte ich mir mehr gewünscht. Ich will auch kein X für ein U vormachen. Aber ich bin angesichts der Lage, wie sie war, mit diesem Ergebnis zufrieden. Ich persönlich sehr bedauerlich, denn ich glaube, wir haben einen sehr engagierten und einen sehr... Sicherlich war das Thema Klimapolitik und die hier verbreitete Hysterie um dieses Thema etwas, was uns nicht in die Karten gespielt hat. Das heißt, dieses Thema wurde nach oben gehypt. Die Menschen wurden damit in sehr, sehr großer Zahl erreicht. Und das ist sicherlich etwas, was den Grünen in die Karten gespielt hat, weil viele Menschen allen Ernstes glauben, die Grünen hätten hier vernünftige Lösungen im Angebot, was natürlich nicht der Fall ist. Das Thema ist aber so stark, ja, ich sag mal, schon ersatzreligiös besetzt, dass man damit mit Fakten und mit vernünftiger Analyse gar nicht mehr durchdringt. Das ist die Problematik. Die Grünen sind für uns der Hauptgegner. Die Grünen sind die Partei, die Deutschland ruinieren, die den Verbrennungsmotor abschaffen wollen, die Kohleförderung abschaffen wollen. Insofern müssen wir gegen die Grünen kämpfen. Das ist das Hauptziel, muss auch das Hauptziel in der Bundestagsfraktion sein. Der Wählerauftrag ist wohl ganz klar. Der geht zur Regierungsbildung an die CDU.